spricht zu seinen Kindern. Ist das nicht ein geniales Vorrecht, das wir haben, dass Gott zu uns spricht auf ganz unterschiedliche Weise und uns antwortet in ganz unterschiedlicher Weise? Vielleicht so ähnlich, wie du dir das vorstellen kannst, wenn du Nachrichten hörst, siehst, liest oder empfängst. Nachrichten werden auf ganz unterschiedliche Art und Weise an uns herangebracht und wir hören sie, wir lesen sie, wir schauen sie und wir verarbeiten sie. Genauso macht es Gott. Er redet eigentlich ununterbrochen in unser Leben hinein. Er spricht zu dir durch den Heiligen Geist, der in dir lebt, ununterbrochen Worte der Stärkung, Worte der Ermutigung, Worte der Ausrichtung, Worte der Agenda, an der du dich ausrichten kannst. Ich stelle fest, dass es da vielleicht drei Bereiche gibt, so wie ich das jetzt mal beschreiben möchte, anhand dieses praktischen Beispiels mit diesen Nachrichten. Vielleicht liest du in der Bibel einen Bibelvers. Er spricht zu dir in dein Leben rein und du sagst, hey, das ist ja echt total genial, das habe ich vorher noch gar nicht so gelesen, das werde ich unbedingt in mein Leben mit hineinnehmen. Vielleicht hörst du eine Predigt und du hörst diesen einen Satz und du weißt sofort in deinem inneren Menschen, das gilt mir, das hat Gott jetzt zu mir gesprochen und ich werde das in meinem Leben umsetzen. Oder jemand hatte einen Eindruck von Gott für dich, für dein Leben und du hast es geprüft in deinem Herzen, du hast auch darüber gebetet und du bist zu der Erkenntnis gekommen, ja, stimmt, das ist von Gott. Ich werde etwas in meinem Leben verändern. Diese Rhema-Worte, sowohl aus dem, was du in der Bibel gelesen hast, sowohl in dem, was du in der Predigt gehört hast, als auch in dem, was vielleicht ein anderer Mensch, ein Kind Gottes zu dir gesagt hat, hast du empfangen und du hast es wirklich im Glauben gehört und du willst es umsetzen, eigentlich. Aber kaum bist du in deinen eigenen vier Wänden angekommen, kaum hast du die Bibel zugeschlagen, kaum bist du wieder in deinem normalen Alltag, relativiert sich auf einmal dieses Rhema-Wort. Auf einmal ist es wie wegdiskutiert. Deine eigenen Gedanken haben irgendwelche Wenn und Abers dahinter gesetzt. Naja, war ja vielleicht doch nicht so. Naja, vielleicht hat er das ja für jemand anderen in der Predigt gesagt. Ja, vielleicht hat der Mensch, der mir das Wort weitergegeben hat, ja auch sich geirrt. Vielleicht habe ich da auch wirklich beim Bibellesen was ganz falsch verstanden. Das sind Gedanken, die nicht von Gott sind. Das sind Gedanken, die der Feind dir vorsetzt, vorgibt, denen du folgen sollst, damit das Wort Gottes, dieses Rhema-Wort, was dir persönlich gilt, um es wegzunehmen, um es aus deinem Leben zu stehlen, um dir das wieder zu rauben, damit du nicht in den Dingen Gottes unterwegs bist. Du musst wirklich weise und klug sein und ganz, ganz, ganz dicht mit dem Herrn laufen, damit du die Worte, die er dir schenkt, die Nachrichten, die er in deinen Alltag sendet, dass du sie empfängst, dass du sie nimmst und dass du sagst, danke Herr, das werde ich umsetzen. Mit deinem Wort gehe ich weiter. Was du zu mir gesagt hast, das will ich tun. Du musst wissen, im Wort Gottes steht es, dass der Feind dabei ist, das Wort Gottes immer aus deinem Leben wegzunehmen. Da lesen wir, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Da ist dieses Beispiel mit dem Hirten und den Schafen und dem, der die Schafe stehlen will, gebraucht. Du kannst es auch nochmal nachlesen. Jesus ist gekommen, dir Fülle zu bringen. Seine Nachricht ist Fülle, Wiederherstellung, Stärke, Ermutigung, Ausrichtung für dein Leben. Und mein Gebet ist es, dass du dieses Rhema-Wort von Gott hörst und empfängst. Beim Bibellesen, in der Predigt oder durch Menschen, die für dich ein Wort von Gott haben. Ich wünsche dir, dass du wachsam bist, dass das Wort nicht aus deinem Leben gestohlen wird.
Bewahre es in deinem Herzen. Was ganz hilfreich ist, das ist auch, wenn du es aufschreibst, sofort mit Datum, aus der Situation, in der du gerade bist. Schreib es mit, dass du hinterher drauf zurückgreifen kannst und kannst sagen, das ist wahr, das hat der Herr zu mir gesagt. Ich habe es aufgeschrieben. Ich will es aufbewahren. Ich will es in mein Leben einbauen. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.